Es sind die Dinge, die wir am meisten lieben, die uns zerstören, heißt es im neuen deutschen Trailer zu Die Tribute von Panem, Mockingjay Part 1. Ich habe das alles nie gewollt. Ich wollte nie an den Spielen teilnehmen, sondern nur meine Schwester retten und verhindern, dass Peter getötet wird. Miss Everdeen, es sind die Dinge, die wir am meisten lieben, die uns zerstören. Ich möchte, dass jeder, der zusieht, sofort seine Waffen niederlegt. Du lebst. Peter ist der Trumpf des Kapitols, so wie du unserer bist. Ihr werdet Peter so schnell wie möglich retten. Oder ihr könnt euch einen anderen Spottalbel suchen. Oh ja, bei diesem Trailer bekomme ich einfach immer wieder Lust auf die Tribute von Panem Mockingjay Part 1, den der Studiokanal ab dem 20. November in die deutschen Kinos bringen wird. Und vor allem ist es schon in den ersten Sekunden eben dieser Spruch von Präsident Snow, der schon einen epischen Faktor hat. Dann kommt diese geile Musik, bei der ich dauerhaft Gänsehaut bekomme, abgeschlossen mit diesem Pfeilschuss von Katniss auf diesen Jet, der dann abdreht und den zweiten mit in den Abgrund reißt, finde ich diesen Trailer richtig gelungen. Ich liebte die ersten beiden Kapitol-Spots. Geile Kampagne von Studiokanal zu Mockingjay Part 1. Dann gab es einen Teaser vor zwei Wochen, den fand ich so ein bisschen, naja, hinter meiner Erwartung zurückbleibt, aber dieser Trailer macht mir einfach richtig Lust auf den 20. November und eben die weitere Geschichte von Katniss, die zurückkommt in ihr Distrikt 12, was zerstörtes Unterschlupf im Distrikt 13 findet, aber auch zur Frontfigur der Revolution letztendlich stilisiert wird, aber nicht weiß, ob sie diesen Platz einnehmen kann und will, denn sie wollte nie die Hungerspiele bestreiten, wie sie selbst hier im Trailer sagt. Auf der anderen Seite ist Peter als Galionsfigur gefangen genommen und den möchte sie befreien. Also eine Figur im Mittelpunkt, die in einem inneren Konflikt steht und Bilder, die immer größer werden. Schaut man sich im Trailer einfach die gigantischen Kulissen teilweise an, merkt man, dass das Ganze nicht nur ein wahnsinniger Erfolg ist, sondern dass es auch schafft, die Tribute von Panem sich von Film zu Film weiterzuentwickeln. Ich fand den Sprung zwischen dem ersten und Catching Fire schon sehr ordentlich und hier kann man einiges erwarten. Und klar, Jennifer Lawrence ist großartig, auch Nachwuchs- oder Jungstars wie Josh Hutcherson oder Liam Hemsworth an der Seite. Es ist auch toll, natürlich Woody Harrelson und viele andere zu sehen und wieder diesen großartigen Cast vereint erleben zu dürfen, ist für viele Fans der 20. November einfach einer der wichtigsten Kinotage des Jahres und unabhängig davon auch die Vorfreude einfach auf die Tatsache groß. Und das finde ich gut, dass man hier ein gesplittetes Finale hat, denn ich finde es schön, dass man sich 2015 dann auf einen weiteren Film freuen darf. Und ich freue mich einfach auf dieses kleine Universum, was wir da geboten bekommen, weil es oft ein guter Kontrast zwischen tiefgehenden Dialogen ist, tollen Bildern, eine ganze Menge cooler Action und die ganze Liebesgeschichte nicht zu sehr in den Vordergrund rückt. Das ist eine richtig schöne Mixtur für Fans und ist auch einfach Mainstream-mäßig, aber auch künstlerisch eine spannende Sache. Ich finde den Trailer gut. Hoffentlich gibt es noch einen dazu vor dem Kino. Start. Ich freue mich drauf. 20. November und da bin ich ganz sicher nicht alleine. Was sagt ihr denn zu diesem Trailer? Schreibt es gerne in die Kommentare. Findet ihr ihn ebenfalls episch oder so gar nicht euer Ding, was ich mir kaum vorstellen kann, denn ich bin jetzt hier durch mit meinem, weiß ich nicht, entweder richtigen ersten Trailer-Check oder vierten Trailer-Check zu die Tribute von Panem Mockingjay Part 1. Lasst gerne einen Daumen da, wenn ihr dieses Video mochtet. Lasst es bleiben, wenn nicht. Ansonsten, das wisst ihr, gibt es hier noch ein paar Links um mich rum und morgen um 15 Uhr natürlich spätestens ein neues Video und bis dann hoffe ich, ihr seid morgen wieder mit dabei. Natürlich um 3 Uhr.